So, das hier unten schaut aus, als wäre es so, wie wir es eigentlich haben wollten. Das macht nämlich den ganzen Bereich frei. Da könnten wir auch schön Bewässerungsgräben reinballern und hier das ganze Areal nutzbar machen. Aber natürlich müssten wir da mit einer Schleuse oder irgendwas arbeiten. Aber das will ich eigentlich auch noch gar nicht. Ich hätte gerne nur, auf Dauer hätte ich gerne diesen Bereich, dieses Wasser, also hier vorne einen Überlauf gebaut und danach einen Wassertank, einen großen, als Notspeicher. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Für einen späteren Zeitpunkt auf jeden Fall interessant ist. So, hier haben wir Faulwasser. Wir sind Faulwasser voll. Das heißt, wir reduzieren mal einen Biber. Bestimmt irgendwo eine Biber-Position für ihn. Habe ich hier alles eingesetzt? Ja, wir könnten ihn hier einsetzen, aber das ist auch nicht irgendwie geil. Das ist auch alles noch nicht ready to... Da könnte man mal ein bisschen mehr Pflanze setzen, mehr Kohlrabi. Ja. Setzen ihn hier ein. Mehr Wasser. Ein Ticken mehr Wasser. Wir haben schon 2300 Kapazität. Es wird langsam die Zeit kommen, wo ich die kleinen Wasserspeicher wegreißen darf. Das wird auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. So, jetzt machen wir es mal richtig. Wir brauchen diese Wasserkapazität auf jeden Fall. Zwangsläufig. So, 0,8 Tage, Leute, dann beginnt die Dürre. Ey! Kosmos 367 liebt den Stream hart. Subhype. Kosmos! Guten Abend zusammen. Ab ins Wochenende, Zwerg. Ab ins Wochenende, aber sowas von. Vielen lieben Dank, Kosmos, für den T3 im 26. Monat, ey. Kosmos, bist ja vogelwild unterwegs. T3 auch gleich noch. Ich danke dir tausendfach für den mega krassen Extra-Support, ey. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Baller einfach T3 raus. Wahnsinn. So, 0,3, jetzt ich gebe mal ein bisschen Wasser rein, speichere mal nach oben, mal gucken, ist auch nur als Notlösung gedacht. Mal gucken, wann die Brühe uns überläuft. Ich lasse mal wieder ein bisschen noch was ab und jetzt lasse ich es nochmal volllaufen. 0,0. 27! Die 20 plus Leute haben gewonnen. Es tut mir fett sorry. Ich hätte mich auch verschätzt. Seht ihr mal, ich hätte mich genauso verschätzt. Katsching! Oh, herrlich. Der Morus einfach. So. Dann machen wir jetzt das folgende. Ah, wir haben ja hier unten noch eine Sprengung vorne. Ja, wobei... Lass mal ganz kurz gucken, was... Jetzt ist natürlich hier auch kein Faulwasser mehr, ne? Dürre heißt ja auch, selbst Faulwasser kommt nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen... Das ist gar nicht mal so wild, ne? Weil wir haben ja jetzt den 300er Faulwassertank. Jetzt kommt hier die... Ja, wunderbar, das passt alles eigentlich so ganz gut. Das passt so ganz gut. Punktekonto leer, all in. Einfach zweimal all in, was soll ich sagen? Alles verloren, sagt Phil. 185k, sagt Halvorus, nice. Ich sehe schon, ihr habt ganz viel Spaß mit den Vorhersagen in Timberborn. Keine Sorge, ich spreng das jetzt hier nicht, ne? Das spreng ich, wenn hier der Wasseranteil weg ist. Dann spreng ich den Bereich. Aber da kommt jetzt hier die zweite Drainage rein. Die wird dann am Ende, verbindet sich das alles, ne? Und auch hier werden wir dann die Pumpen langsam rausbauen. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Das kann alles weg. Jetzt habe ich was gelöscht gehabt, ne?
Aber dann können wir nämlich diesen Weg auch hier komplett anders machen oder entfernen zumindest auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, hier unten sollten eigentlich überall Sprengstoffe hinkommen. Ja, und das tun sie eigentlich auch. Aber bei uns ist halt das Problem, was nicht priorisiert ist, wird natürlich auch erst später gemacht. Und aktuell bauen sie, ich vermute mal hier, ja genau, hier bauen sie. Ach, guck mal, die Brücke hier ist fertig. Ja, geil. Habe ich gar noch nicht gesehen. Wir sind hier drüben in dem Bereich. Da wäre ja die Nahrungsmittelproduktion mit einem eigenen Motorwerk tatsächlich interessant. Aber gut. Jetzt schauen wir mal. Hier fehlt es natürlich noch an Zahnrädern. Das ist eine dauerhafte Geschichte. Die können wir aber dann demnächst hoffentlich abschalten. Weil hier drüben wird ja auch kräftig schon aufgebaut. Dann brauchen wir nur noch Planken. Ja, aber hier wird auch schön ein bisschen Holz abgeholt. Das ist nicht viel, ne? Das ist nur ein kleiner Rest, was hier noch ist. Aber das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht verkehrt. Das passt doch. Wir könnten natürlich jetzt hier auch dann nochmal dauerhaft mehr Holz generieren. Wir verlieren halt wahnsinnig viel Holz. Natürlich, weil diese Platten halt auch 2 Rohholz kosten. Also diese Plateaus sind natürlich teuer zu bauen. Und wir bauen davon extrem viele gerade parallel. Man sieht das auch hier. Na, die Dinger brauchen schon 6 Rohholz pro Stück. Das ist schon, da geht schon viel weg. Was allerdings auch eine Sache ist, die ich unbedingt resetten möchte, ist das Ding hier. Hier ist nirgendwo was drin. Wir tragen es halt von einem zum nächsten um. Ihr seid doch bescheuert. Jetzt hört doch mal auf damit. Was soll denn das? Hört auf jetzt! Bring das weg jetzt! So! Ich lasse sie das mal kurz umlagern. Das sollen sie ruhig mal machen. Häuser sind. Wir bauen schon ein neues Haus. Tatsächlich. Aber das kostet 40 Rohholz. Wir reißen jetzt dann diese. Sobald dann hier diese 13 Wasser draußen sind, reißen wir jetzt mal dieses gesamte Konstrukt hier ab. Weil ich brauche den Zugang hier auf der Seite. Dann können wir auch hier mehr Bäume pflanzen. Auch wieder mehr Eichen zum Beispiel, die auch faulwasserresistent dann werden. Das ist schon gar nicht schlecht. Und natürlich auch besser bewässert. Das ist auch gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Leute. So, und hier können wir nämlich zum Beispiel auch hergehen und können schon diesen Bereich hier wegmachen. Die Treppe lasse ich jetzt mal aus Nostalgiegründen. Und der kommt ja nicht ganz überall hin. Schade eigentlich. So, er kann hier nochmal ein bisschen was machen. Aber er kann auch hier ein paar Kiefer noch mehr pflanzen. Also da geht schon was. Je mehr wir nach rechts rüberkommen, desto sicherer wird das Zeug, ne? Kann man nicht jetzt auch Wasseraquädukte bauen? Burns, das geht nur mit der Experimental aktuell. Ich hoffe ja immer noch, dass die irgendwann rüberkommt. Aber ich vermute mal, dass dann die Spielstände nicht mehr kompatibel sind. Das wird dann mit dem Update 6 der Fall sein. Ist zumindest mein Guess. So, das können sie abholen. Das ist okay. So, der hier hat seinen Job getan. Der kann nach Hause. Die 2 sind aus. Das ist okay. Am Vertrocknen? Why? Ist das leer? Ja, hier ist das Wasser tatsächlich schon zurückgegangen. So schnell? What? Ja gut, das ist volumenmäßig wenig, ne? Aber dass das so schnell zurückgeht, ist das ist mir jetzt tatsächlich noch ein Rätsel, ne? Auch hier generell geht da sehr viel Wasser weg. Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir hier einfach generell mehr Wasser in den Bereich reinbringen.
auf das hier, das nicht. Aber den Rest dürfen sie ganz gerne mal mit Top-Rio bauen. So. Können die 10 Sprengstoff, die wir haben, mal sinnvoll genutzt werden. Mit den Aquädukten wird einiges möglich, ja genau. Das denke ich auch. Also ich denke, da kannst du dann sehr viel geiles Zeug bauen. Auch Wasserschleusen, die dann verschieden auf- und zugehen. Und Faulwasser zum Beispiel ableiten, dann ganz komplett aus der Map raus. Ja, da kannst du dann, glaube ich, völlig wilde Sachen bauen. Wird spannend. Maniok könnten wir mal wieder anstarten, ein bisschen mehr. Wobei, das geht natürlich alles zulasten unserer Zahnradproduktion tatsächlich. Da brauchen wir noch 4 Zahnräder. Ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal die Sprengstofffabrik hier oben ab. Dann können wir hier nämlich deutlich reduzieren, weil die kriegen ja alle nicht mehr wirklich Energie. Ne? Also das ist ja, die arbeiten ja alle nur noch mit Sparflamme. Und dann machen wir auf jeden Fall die 2 hier unten aus. Und dann können wir hier 2 Maniok wieder starten. Das können wir machen. Wir haben genug gelagert, da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Kommen die da jetzt hin? Nee, ne? Fehlt auch noch was. Da haben sie schon einen. Jetzt sind sie durch. Wenn er fertig ist. Sprengung! Sehr schön. Und gleich die nächste Tiefe. Und gleich die nächste Prio. Wie gesagt, das sprengen wir dann am Ende. Wenn hier vorne dann das Wasser weg ist, dann sprenge ich, weil ich mag das nicht, im Wasser zu sprengen. Das unterm Strich glaube ich nicht, dass es irgendwie groß was löscht, aber ich will es einfach nicht. Ich mag es nicht. So, unser Notwasser ist draußen. Letzter Rest. Wie schaut es jetzt hier drüben aus? Ist das, wie viel ist denn da drin? Das ist wirklich nur noch der letzte Mikrorest, ne? Ja, das ist nicht mehr viel, das ist noch eine Pfütze. Ja, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof, dass das so schnell jetzt leer ging. Ich meine, das ist nicht viel, was da drin war, sind wir ehrlich. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hier vorne die Menge ist auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Diese eine Tiefe wird schon viel ausmachen im Übrigen, aber die wird sehr schnell leer gehen. Das ist eine Mengenfrage einfach, wie viel Volumen du hast. Wenn jetzt natürlich jeder Weg hier irgendwann so einen Kanal darstellt, dann hast du da einfach viel mehr Fläche drin und dann ist auch mengenmäßig mehr drin. Das dauert länger, bis es dann halt eine Ebene verliert. Und das ist dann was anderes nochmal, aber ja, da muss man halt dann schauen. Hier ist ein verletzter Biber unterwegs, ey. So, das ist Prio und das ist Prio. So. Was hier draußen? Ja, komm, springen wir mal. Können wir da noch den letzten Rest auch noch machen. So. Ja, das ist okay. Ja, Leute, ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte so, ne? Das ist, warum? Warte mal, sind die Krankenbetten, sind alle voll? Why? Keine Aufgaben in Reichweite, das ist natürlich doof, ne? So. Biber ist verletzt. Ja, wir haben aber keinen Arzt oder sowas, ne? Dekontaminationsdings haben wir auch nicht. Komm, wir investieren mal in eine Dusche. Das für die Bibers mit Sicherheit eine gute Sache.
Hier, drei Duschen für die Biber. Aber nur, wenn möglich, ja. Haben wir nicht da irgendwo Windtunnel? Oh, geil. gibt's da nicht irgendwas mit einem Arzt? Ich weiß es nicht mehr. Das sind die Roboter. Trainingsplatz. Brauchen die hier überhaupt irgendwas? Nee, ne? Stimmt, das war nur bei den anderen Bibern der Fall. Die haben auch Löwenzahn anbauen können. So war das ja. Die brauchen einfach nur ein Krankenbett. Machen wir das mal. Hier, Biber, let's go. Okay. Gut, wie schaut es jetzt aus? Wir sind hier komplett voll. Okay, alles klar. Dann schalten wir die hier aus und schalten die hier an. Dann produzieren wir jetzt nur noch hier unten Bretter und Nahrung. Das ist für mich erstmal soweit fein. Okay. Das ist soweit fein. Wir brauchen nochmal einen Satz Biber, ne? Wir geben immer mehr Biber hier aus. Einmal Bibers hätte ich noch gerne mehr. So. Dann, wir haben jetzt schon 50 im Übrigen. So. Trink mal was. Ja, na gut. Das ist ein Argument. Hast du nicht genug Wissenspunkte für die zweite Stufe im Sprengstoff? Ja, ja, sicher. Ich denke schon. Aber, ich weiß nicht, ob wir damit glücklich werden, wenn wir schon kaum einen normalen Sprengstoff haben. Die zweite Stufe mit der Zentrifuge kostet uns nochmal zusätzlich Energie. Und ich bin jetzt froh, dass ich erstmal die erste Stufe dreimal hingedeichselt habe. Das dauert jetzt auch eine ganze Ecke im Übrigen. Und im Übrigen, wir sollten das natürlich priorisieren von den Schleppern. Hier sollte mehr Faulwasser rein als, ja gut, wir haben auch schon gut abgebaut hier unten, ne? Also wir haben, 15 Tage, also wir werden bald gar keinen Sprengstoff mehr herstellen können, fürchte ich. Weil uns einfach schlichtes Faulwasser ausgeht. Naja gut, für das reicht's hier noch, aber dann ist Feierabend erstmal. Tudi, ja, der Einser-Sprengstoff, pass auf, schau mal. Einser-Sprengstoff produzierst du aus dem Faulwasser. Für ein Faulwasser ist ein Einfach-Sprengstoff, okay? Eins. Der Sprengstoff plus das Forschungspaket gibt die Zweier-Explosionstiefe und zwei Forschungspakete kannst du in eine Dreifach-Dynamit umwandeln. Und für diese Dinger brauchst du dann aber diese Zentrifuge. Die produzieren das aus vier Faulwasser plus einem Holz. Er muss das noch weiter verarbeiten dann sozusagen in Zweier- und Dreifach-Sprengstoff. Ich denke, da muss er dann mehrere Fabriken bauen, damit das sinnvoll ist. Ja. Ich meine, normalerweise reicht, also wenn du sagst, du weißt jetzt, dass du nur eine Tiefe sprengen willst, okay. Aber wenn du viel Dreier-Tiefen sprengen willst, und das ist natürlich eine heiße Nuss, dann ja, wird sich das zeigen, ob das so sinnvoll ist. Da musst du dann mehr davon bauen. Also das ist gar nicht mehr so ohne. Das war früher alles viel, viel einfacher. So, jetzt ist natürlich hier auch alles durch, ne? Jetzt ist das Wasser endgültig weg. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Und da sieht man auch, wie wenig das am Ende sinnvoll ist, ne? So tief reinzugehen. Aber gut.
Wie gesagt, wir machen das jetzt so, wie es für uns gut ist. Zwei Biber haben nichts zu tun. Es ist natürlich jetzt super schade, dass der Bereich hier auch leer ist, ne? Dass jetzt alles leer ist. Wir haben aber erst gerade mit dieser ganzen Thematik hier rund um den Wasserbereich angefangen, dass das noch für uns jetzt erstmal relativ ist, ne? Da, früher war es mit Papier, genau. Früher musstest du Papier einsetzen dafür. So, und wir machen jetzt hier Folgendes. Mit einfachem Sprengstoff. Wir sprengen uns jetzt hier Ebenen rein. Das wird natürlich 100 Jahre dauern, bis sie das machen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt hinkommen. Jetzt wahrscheinlich dann. Mal schauen. Wir sprengen das nach und nach raus. Wir fangen jetzt erstmal mit so einer Ecke an und dann machen wir das durch. Springen wir mal ein Teil hier vorne weg und so. Das machen wir jetzt dann easy peasy. Und vorher machen wir hier halt noch die Deichanlage rein. Wie gesagt, sowas in Bestandssystem einzubauen, hat natürlich auch seine Tücken, ja, und seine Hürden. Und ist natürlich nicht ohne. Aber kriegen wir schon alles hin. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Jetzt müssen wir es nur noch durchziehen. Ja. So, und dann bauen wir jetzt hier unten eine weitere Holzfällerfahne rein. Weil da kommen sie nicht hinterher mit dem Abbauen. Und er kann ja bis hier vorne, dann haben die beiden hier vielleicht die Möglichkeit, kriegen wir mit drei Holzfällern das hier schön abgeerntet. Das wäre doch ganz nett. Dann kommt auch ein bisschen schneller Holz nochmal ran. Die hätten die Kapazitäten, das wäre doch ganz cool, weil wir jetzt einfach auch mehr Holz brauchen. Ja. Wir sind auch mittlerweile out of Faulwasser im Übrigen. Wir haben noch 35 Sprengstoff. Aber ich denke mal, unser Prioritätsbau wird jetzt hier hinten gerade liegen und das machen die auch gerade sehr ordentlich. Ja, so und hier hinten könnten wir dann eben jetzt auch dann weiter rübersiedeln und den Bereich hier oben mehr zur Agrarfläche umbenennen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Zweiter Vollwassertank wäre eine gute Idee, ne? Ja, sollte man vielleicht mal machen. Weil wir waren vorhin einfach voll und dann hat sich das tatsächlich, ging das relativ zügig. Ich dachte eigentlich nicht, dass es so schnell geht, aber ja. Wir verbrauchen jetzt natürlich mit drei Fabriken auch deutlich mehr. So. Maniok hat sich erholt, das ist sehr gut. Wir auch mit dem, ja, also man muss schon wirklich sagen, also mit der Nahrungsmittelfabrik, die haut, die ballert eine schon so viel rein, dass wir unsere Leute gut durchbekommen. Wasser ist auch noch vorhanden. Puh, ja, das ist fein. Wo sind unsere Leute eigentlich gerade am Bauen? Er trägt Sprengstoff. Ach, guck an, jetzt machen sie das da, oder was? Ja, ich meine, das ist ja fein, ne? Also das sind wir ehrlich. Das war genau das, was wir eigentlich ursprünglich wollten, weil wir müssen die Straße hier unten ein bisschen verlegen, weil die zwei Pumpen über der Straße natürlich nicht so tief kommen wie die anderen und das ist natürlich schlecht. Lass die ruhig das mal abarbeiten, das ist für mich in Ordnung. Auch hier den Bereich im Übrigen könnte man deutlich mehr Platz schaffen, um am Ende mehr Wasser auch noch zurückzuhalten. So, wir können die Motoren hier ausschalten. Wir können auch die Sprengstofffabriken jetzt tatsächlich ausschalten. Da ist ja eh niemand da. Also von daher wäre das auch völlig Banane. Dann mache ich mal Folgendes. Dann starte ich jetzt mal gerade unsere Arbeiter an.
Weil wir haben wahnsinnig viel Arbeitsaufträge, aber kriegen sie nicht fertig, obwohl, auch mal abgesehen vom Sprengstoff im Übrigen, ich glaube, 4 weitere Arbeitskräfte machen hier doch durchaus einen gravierenden Unterschied, finde ich. Und dann können wir die letzten 3, geben wir nochmal hier beim als Transporter rein, ja. Die können dann nämlich hier ordentlich als Träger was tun. Und das unterstützt natürlich auch das ganze System. Also finde ich, ist fein. So, die letzten 2 und würde ich sagen, Sprengung. Schön unter Wasser, ne? Mache ich ja normalerweise nicht gern. Habe ich ja vorhin schon erklärt, warum ich das nicht mag. Aber eine feine Sache. So, dann machen wir das so. Und dann reißen wir jetzt links was ab. Und dann rutschen die Schnorchel jetzt gleich nach unten. Zack, sind sie drunter. Und haben wir jetzt hier mehr Kapazität. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Gut. Jetzt können wir natürlich, wie gesagt, also die Überlegung liegt natürlich nahe, jetzt zu sagen, lass uns den Bereich hier auch mal komplett aussprengen. Einfach, das wäre schon sinnvoll, um nochmal ein paar Kapazitäten sich freizuräumen. Das hätte schon was für sich. Würde ich nehmen. Ist okay. Wie gesagt, so viel Sprengstoff haben wir ohnehin nicht. Ja. Oh, die Armen müssen draußen schlafen. Aber auch da wird unser neues Wohnhaus bestimmt gleich fertig werden. Davon kannst du mal einfach ausgehen, ne? So, und hier wird jetzt... Wie viel Speicher haben wir jetzt? 2000 haben wir aktuell. Aber das ist alles doch auch schon wieder Humbug, oder? Lass uns das obere mal wegstrengen. Hier so weg. Zack. Das hier kommt weg. Und das sagen wir hier noch leeren. Ja. Das ist auch leer. Weg. Und dann ist die Priorität Nummer uno, das hier abzuholen. So, aber dann ist nämlich das Wichtigste als nächstes, dass wir hier die weiteren Wasserspeicher aufbauen, damit wir wieder Kapazitäten freikriegen. Und das sind auch nochmal, wie gesagt, dann entsprechend bessere Idee, also bessere Wege, die wir hier haben. Das ist schon ganz gut. Das ist schon ganz fein. Ja. So, und hier wird jetzt ordentlich Holz abgeholt. Auch das natürlich hilft uns natürlich auch sehr. So, ihn werden wir hier auch mal pausieren. Dann hat der Rest ein bisschen mehr Energie auch einfach. Also jetzt nicht, wie viel Energie die gerade aktuell verbrauchen. Das zeigen sie auch gerade nicht an. Aber wenn jetzt einer weniger in Holzplanken investiert, ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil unser Holz einfach ausgeht. So, machen wir den hier mal, damit wir schneller Holz generieren können. Und er hier passt noch soweit. So. Schwimmbecken im Tank. Können wir uns auch nochmal überlegen, ja. So, hier haben wir noch einen zweiten. Also jetzt haben wir nochmal einen, der mehr Holz generiert. Sehr gut. Der ganze Bereich hier ist soweit fertig. Das passt. Da sind sie auch soweit fertig. Wo geht unser ganzes Zeug hin? Jetzt kommt auf jeden Fall mehr rein, aber naja. Hier hinten halt noch, ne? Da werden die jetzt wahrscheinlich tätig werden. Vermute ich jetzt einfach mal, dass das der Plan ist. Mich würde es wundern, wenn das nicht so wäre. Die holen hier Eisen ab. Ist okay. Aber hier oben sehe ich niemanden rumlaufen. Noch machen die da gar nichts. Weil jetzt machen sie sowieso nichts mehr. Jetzt ist Schlafenszeit. Jetzt haben sie hinten irgendwas gemacht, ja. Das mit der Brücke ist halt auch schon lustig. Ne? Das ist schön gemacht. Jetzt könnt ihr hier drüben rumgeistern. So, noch 7 Tage Dürre, dann haben wir es geschafft. Ich meine, wie gesagt, ja auch hier langsam geht es hier auf den letzten Meter zu. Da viel ist da nicht mehr offen an Kapazität. Aber das ist, wie es ist, ne? Also da habe ich jetzt, das, mein, das ist so fein so. Ach, guck mal, das sind ja auch schon fertig gebaut, das ist ja nett. So. Wo werden die das jetzt... Wo bauen die gerade? Trägt Sprengstoff. Also der Sprengstoff ist auf jeden Fall ihr Ding, ne? Ja, okay, alles klar. Die machen das tatsächlich hier unten. Die bauen hier die Sprenglinie auf.
Wir sprengen das natürlich erst, wenn es fertig ist. Also erst, wenn überall Sprengstoff hingelegt wurde, erst dann sprengen wir hier auch eine Ebene tiefer. Das hat mehrere Gründe, aber der eine wichtigste Grund ist natürlich, dass du sonst dich schwer tust, von einer Seite auf die andere zu kommen, wenn das anders ist.